Weil die letzte Erweiterung des Schreckennetzes so gut funktioniert hat, haben Ted und ich eine Idee und einen Vorschlag. Wir arbeiten derzeit gemeinsam an einem Umweltforschungsprojekt, für das die Wissenschaftler von Denali Research Bodenproben von Gold Island und Coyote Bush entnehmen müssen. Die Unterstützung der Umweltforschung durch eine öffentliche Verkehrsanbindung wäre sicherlich gut für den Ruf des Unternehmens. Oh, und der Einsatz von emissionsarmen Elektrobussen wäre noch besser. Genau so ist es. Und damit herzlich willkommen zum Bus-Simulator 21. Wir machen mal weiter. Wir sollen heute die Umweltwissenschaft machen. Wir sollen erstmal eine Elektrobus. Ja gut, den müssen wir noch. Das heißt, wir brauchen Geld auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach einen Bus verkaufe. Ja, machen wir. Wir verkaufen einen unserer Busse und sitzen den neuen dann ein. So, dementsprechend muss ich jetzt gucken, ob wir irgendwo noch einen Bus haben, den wir verkaufen können. Den ich jetzt brauche. Wenn wir den hier rauskommen. Mit 16. So, ich muss noch einen weiteren verkaufen. Dann nehmen wir den hier verkaufen wieder. Genau, und dann kaufen wir jetzt noch einen Elektrobus. Weil dann gehen wir heute die Mission an. Ich fahre erstmal. Müssen wir zum Busdealer noch kurz hüpfen. Ich habe zwar jetzt ein bisschen was verkauft, aber wie gesagt, das ist doch herzlich egal. Weil wir müssen uns jetzt noch Elektrobus kaufen. Was haben wir denn für das? Wir haben jetzt 400.000. Was für eine hier? Volvo, ne? Ich hätte mein Volvo. Oder? Das dürfte doch. Scania. Kann man das Scania machen? Kann man doch gar nicht teilen, ne? Ja, ist ein Volvo. Gut, dann nehmen wir den Volvo. Ich versuche, ob ich die komplette Funktion wieder in eine Folge bekomme. Ja. So, dann kaufen wir auch noch raus. Jo. So. Gut, was soll man denn machen? Wir verbinden jetzt den Ali Research, Gold Island und Coyote Bush mit mindestens einer Route. Förder 20 Kilometer nach Coyote Bush, Förder 20 Kilometer nach Gold Island. Ist aber eigentlich relativ easy zu machen, die Mission. So, die Route erstellen. Also, wir sollen den Ali Research, Gold Island und Coyote Bush. Lake Anza Road. Coyote Bush, Gold Island. Island Inn, Gold Island Tourist Center. Wir nehmen das. Island Inn. Jetzt habe ich gerade, jetzt habe ich das. Island Inn. Wir müssen die nehmen. Island Inn. Wir starten im Island Inn. Island Inn. Coyote Bush North. Das kann doch nicht sein, dass ich die nicht nehmen kann. Shocks Roadside Service. Haben wir die mit dabei? Sunshine Retreat. Sunshine Retreat. Fisherman Point. Fisherman Point. Tilton Avenue. Tilton Avenue. Emergency Headquarters. So, jetzt muss ich gerade gucken. Wo müssen wir denn North Madison Drive. Wo müssen wir überhaupt hin? Den Ali Research. Millbrook Square South. Bay Tree Church. South Mall East. So. South Amphlett Boulevard. Fifth Avenue. South Amphlett Boulevard. Die nehmen wir mit. Wir fahren jetzt hier komplett einmal außen rum. Amphlett Boulevard. South Amphlett Boulevard. Millbrook Square East. Verarschen jetzt gerade? Millbrook Square East.
Millbrook Square North. Millbrook Square North. Park Plaza Drive. Technical University. Glenrose Avenue. Corino Avenue. Corino Avenue. Island Inn. Island Inn. Warte mal, Bus-LED, letzte Haltestelle drin. So, guck. Würde ich jetzt gerne die Strecke mit dem Dings fahren. Island Inn. Island Inn. Also, wollte ich die gut jetzt fahren. Ein Volvo eigentlich. So, dann fahren wir die. Dann drehe ich hier einmal komplett. Und dann erzähle ich den immer, dass du den aber immer falsch umstellst. So. Jetzt sind wir nämlich wieder auf der richtigen Runde. Moin! Ich brauche eine Fahrkarte. Ich habe eine relativ easy Mission. Oh nein! Ich habe die Prüfung morgen total vergessen. So. Danke! Ach, sorry. Hab ich das vergessen jetzt. Komm durch, geht. Die Prüfung war die schwerste dieses Jahr.
Roadside Service. Da das so reibungslos lief, kommen wir auf jeden Fall mit weiteren Vorschlägen auf dich zurück. Gute Nachrichten. Die Investition in Elektrobusse hat sich bereits ausgezahlt. Eclipse Bay, ein wohnhabender Bezirk hier in Angel Shores, hat sich bislang geweigert, sich dem öffentlichen Verkehrsnetz anzuschließen. Sie hielten unsere Busse für zu laut, aber die neuen und leisen E-Busse haben sie umgestimmt. Jetzt können wir Eclipse Bay an unser Streckennetz anschließen. Unser Unternehmen dürfte sehr davon profitieren. Es ist genauso sonnig, wie es im Radio angekündigt war. Es ist viel zu heiß draußen. Danke. Nur hin, bitte. Heute war da sogar ein bisschen kein Wort. So, nächste. Studententicket, einfache Fahrkarte. Oh, so ein schöner Tag. Tageskarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Oh, ja, du auch noch, ey. So, dass ich ganz viel bezahlt habe. Gut, dann haben wir sie alle durch. Wir haben noch Zeit. Bitte eine Fahrkarte haben. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Fahrkarte. Ah ja, jetzt weiß ich es. Das Ding, das man zum Busfahren braucht.
Hier, bitte. Was? Ach so, hier. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer, ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte, aber nicht anfassen. Die kommt direkt in meine Sammlung. Augenblick. Da. Hier, bitte. Früher habe ich oft das Auto genommen. Aber nicht selbst fahren zu müssen, ist der Wagen. Moment. Hier. Hi. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. Nur hin, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Thank you.
Hallo. Nur hin, bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Ich darf das Meeting nicht verpassen. So viele Jahre Vorbereitung, nur für diesen einen Moment. Park Plaza Drive. Hallo. Danke. Hast du schon gehört? Bob aus Spring of Affection ist für ein paar Tage in Eclipse Bay. Ich muss dort die nächsten Tage mal hin. Thank you.
Fahrkarte, bitte. So ein schöner Tag. Corino Avenue.